Und ein herzliches Willkommen zurück zu meiner Aufnahmesession mit Wise Son of Rome. Ich bin von der Gameplays als Hobby. Und ja, wir sind jetzt irgendwie in den Norden gezogen. In einen tiefen, dunklen Wald. Wo irgendwelche gehörnten Menschen, die sich natürlich nur gehörnt ausgeben, leben. Und sollen irgendwie dem Bruder des Kaisers, vom Sohn des Kaisers zurückfinden, holen, wie auch immer. So, da kann ich nicht hoch. Und dann schauen wir mal, ob wir den überhaupt noch Leben finden. Da bewegt sich was. Aha. Es ist in den Nebel gerannt. Ich hab's gesehen. Irgendein Tier auf zwei Beinen. Ruhe, Männer. Diese Biester hätten uns schon längst angegriffen, wenn sie könnten. Nein, sie sind klug genug, uns zu fürchten. Im Laufschritt, Männer. Aha, das ist Laufschritt. Schrittlauf. Die kommen doch hinterher, oder? Ja. Okay, ich nehme an, wir müssen nach rechts über die Brücke. Halt! Ich kundschafte voraus. Natürlich kundschafte ich voraus. Okay, hier gibt's nichts. Marius, komm schon. Du hältst uns auf. Ups. Okay, los geht's mit denen. Oh, wow. Marius, wenn die Götter uns schützen, das wird doch sein. Gleich in die Richtung wie bei den anderen Gegnern. So viele können wir nicht aufhalten. Als ob der uns noch was getan hätte mit einem Bein und ein Arm. Hallo, ich wollte wegrollen. Was soll ich machen? Ich hab's nicht gehört oder verstanden. Okay, was ist das für einer? Okay. Ende.
Erhebe dich, Sohn Roms. Dein Reich braucht dich. Steh auf. Okay. Wer bist du? Frag doch mal. Die hat mir alles eingesammelt. Kann das sein? Finde römische Überlebende. Suche nach Anzeichen deiner Kohorte. Okay. Also würde mich jetzt echt mal interessieren, was das für ein Geist oder vielleicht auch Göttin ist. Und was sie meint mit Rom braucht dich. Braucht mich Rom wegen Britannien? Oder braucht mich Rom als Rom? Und nicht hier gegen Feinde, gegen die Römer hier zu kämpfen haben. Ich muss meine Männer finden. Das würde mich echt mehr interessieren. Ist das hier, wofür ich auserkoren wurde, oder sollte ich eigentlich gegen den Kaiser vorgehen? So wie Maximus von Gladiator. Ich würde mal sagen, der da oben überlebt nicht mehr. Oh. Gerade so noch den Knopf gedrückt, ey. Wo geht's hier über hin? Hier geht's, glaube ich, nirgends hin. Wow. Wie viele von den Feinden gibt's hier? Vor allem, ich habe jetzt keine gesehen gehabt. Ah, doch, okay, da. Gut, die habe ich ja schon ausgelöst gehabt. Oh, da ist noch eine. Also sollte man mit Vorsicht hier durch. Auf jeden Fall. Da ist auch eine Falle. Komme ich da dran vorbei? Nee, ne? Doch. Ein Lagerfeuer. Was hat er mit dem Feuer für ein Problem? Wie habe ich den jetzt getötet? Das habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall sind die ganz schön groß. Laufe ich überhaupt richtig? Ah, Sackgasse. Okay, in so einer Sackgasse hätte ich jetzt eher gedacht, hier gibt es vielleicht was zu finden. Zum Sammeln. Hier hinten gibt es auch nichts mehr.
Gegen die Wand kämpfen brauche ich jetzt eigentlich nicht. Genau, stirbt doch endlich mal. Gib mir Leben. Okay, Schlaufüchse hier. Ja, ob ich wirklich noch Überlebende finde? Was? Überlebt ihr? Nee, ist er tot. Neue Schriftrolle gefunden. Oh, Pilums. Da ist noch einer. Mhm. Haben wir sie alle. Jetzt können wir wohl hier runter. Die tauchen bestimmt auch wieder welche auch irgendwo hervor raus. So, da kann ich nicht rein, um zu gucken, ob es da was gibt. Hier gibt es an sich wohl nichts zu sammeln. Außer Feinde. Es ist wirklich duster. Zappenduster hier. Toll, wo sollen denn hier Überlebende sein? Finde römische Überlebende, rette deine Kameraden. Sich unser Erbarmen. Oh. Grillfleisch? Autsch. Das mir ausreichend, das klappt irgendwie nicht so gut. Aua. Aua! Weg da! Oh. Ich brauch mal wieder einen Dingskill. Geht doch, geht doch, geht doch, geht doch! Hey, ich drück E! Verdammte Scheiße, nee! Ich drück die ganze Zeit E, dann lassen sie mich doch immer in meine Hinrichtung machen, aber diesmal irgendwie nicht. Okay. Versuchen wir es nochmal. Meine Güte. Mögen die Götter sich unser erbarmen.
Na schön, ich hab's gesehen. Der hält wohl ein bisschen mehr aus. Die halten alle ein bisschen mehr aus, ne? Was mache ich denn? Greift doch irgendeinen an. Centurio? Centurio? Ja, ich bin's. Ich bin hier im Käfig. Schön. Ich bin hier draußen. Für was mache ich Betäubungsschaden oder sowas? Wenn ich hinrichte, sind die doch schon tot. Ob das schon durch ist? Centurio, Herr, hier drüben! Okay, da geht's dann wahrscheinlich weiter. Oh, hier gibt's noch einige andere Käfige. Wo meine Leute drinnen so stecken. Ich danke euch! Wir müssen sie alle retten. Na los! Ja, Herr! Jawohl, Herr! Schade, dass meine Pilums leer sind. Die war eine gute Hilfe. Kann ich auch. Was gibt's denn hier oben? Ah, Schriftstück. Okay. Da hätte ich jetzt Pilums gebrauchen können. Beziehungsweise hier muss ich aufpassen, dass wir nicht in die Luft fliegen. Ich kann mir vorstellen, dass die uns die Fässer hier gleich abschießen werden. Okay, ich mache jetzt erstmal einen Break. Wir sind jetzt bei 18,5 Minuten ungefähr. Also der Kampf dauert ja dann sowieso länger, also höre ich jetzt erstmal auf. Nicht mit der Aufnahme, sondern nur mit dieser Aufnahme hier. Und kann eigentlich einfach nur sagen, plus Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, wenn ihr nichts verpassen wollt. Das war Rise of Sun mit von Nö her... Rise of Sun? Rise of Rome. Wie komme ich auf Sun? Weil ich hier vielleicht in der Dunkelheit so spiele und ich vermisse die Sonne. Ja, ich bin von Nöhe, Gameblesser als Hobby und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Teil wieder oder bei einem anderen Let's Play. Auf jeden Fall viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Tschüss.